Stellen Sie sich bitte kurz vor. Ich bin Monika Schmidt, 69 Jahre alt, komme aus Klein-Tessin, das ist unweit von Rostock, 25 Kilometer. Ich bin aufgewachsen in einer kinderreichen Familie, würde man heute sagen. Wir sind 6 Geschwister. Meine Eltern waren Umsiedler, heute sagt man Vertriebene, nach 45. Und sie haben einen Kleinbauernhof übernommen. Und das war sehr prägend für uns Kinder natürlich. Ne? Es ist ein christlicher Haushalt gewesen und da habe ich eben viel kennengelernt, wie man miteinander umgeht und auch im Besonderen mit älteren Menschen. Das war ja eine prägende Zeit für uns. Und ja, und da das der Landkreis Rostock war es nicht möglich, überall eine Ausbildung anzufangen, sondern wir waren verpflichtet, nur im Landkreis Rostock hatten wir die Möglichkeit, uns auszubilden. Da wir 6 Geschwister waren, hatte ich das Ansinnen, sehr früh aus dem Haus zu gehen und es war aber gar nicht möglich. Habe mit 14 Jahren eine Lehre in der Konsumgenossenschaft Kreis Rostock angefangen, weil es gab nur 3 Möglichkeiten. Entweder in die LPG bzw. auf dem Land, Friseur oder Verkäuferin. Da habe ich das Kleinröbel gewählt und es hat mir im Nachhinein nicht leid getan. Ich habe aber dann den zweiten Bildungsweg genutzt und habe mich weiterqualifiziert. Ich war schon mit 18 Verkaufsstellenleiterin. Das war eine große Verantwortung. Und dann habe ich mir gedacht, na, irgendwas musst du noch machen. Habe dann ein Studium aufgenommen, bin Diplom-Betriebswirt, habe ich den Abschluss. Und im Nachhinein habe ich noch meine wissenschaftliche Ausbildung genießen können und 1990 abgeschlossen. Es war natürlich ein bisschen kritisch die Zeit und wurde natürlich dann auch arbeitslos, aber wir geben ja nicht auf. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden und die AOK Rostock hat mir dann die Möglichkeit geboten, mich nochmal richtig einzubringen, neu zu orientieren und das fand ich ganz toll. Vorher habe ich eben, wie gesagt, 27 Jahre im Handel gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen. Das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Ne? Ja, was kann ich da noch sagen? Ich bin verheiratet, habe ein Kind, 2 tolle Enkelkinder und im Januar wird es ein Urenkelkind geben. Bin ich ganz stolz. Ja. Was bedeutet für Sie Solidarität der Generationen? Ja, Solidarität der Generation, das muss man gar nicht so betonen, weil man muss ja miteinander auskommen im täglichen Leben. Und da ist es einfach normal, dass man sein Lebensumfeld entsprechend reflektiert und miteinander Beziehungen eingeht, die für jeden zum Vorteil sein können. Ne? Also die Alten sind für die Jungen da und umgekehrt sind auch die Jungen da, aber sie haben natürlich andere Vorstellungen und andere Ziele. Ne? Es ist eigentlich nicht richtig, das Wort Solidarität, weil in der Familie passiert das sowieso, da gibt es keine Unterschiede, da klappt das. Und dieser Generationskonflikt, der so heraufbeschworen wird, den gibt es in der Regel gar nicht. Also ich sehe eher Konflikte darin, bei der Umverteilung der Güter, die es gibt, dass junge Leute teilweise doch benachteiligt sind oder auch alleinstehende Frauen, alleinerziehende Frauen, so muss ich das sagen, oder auch Menschen, die nach der Wende eben nicht die Chance hatten, einen tollen Arbeitsplatz zu finden und sich von einem Projekt zum anderen hangeln, ohne dass sie eine Möglichkeit haben, sich auch weiterzubilden. Und dann ist eigentlich auch schon die Altersarmut irgendwo vorprogrammiert, wenn ich 20 Jahre lang nichts weitermache. Und die Bildungsangebote, die es seinerzeit dafür gab, die waren doch sehr beschränkt. Ich war auch arbeitslos zur Wende und habe dann sofort eine Umschulung gemacht. Ich denke, zu Hause kannst du nicht bleiben. Aber das, was dort geboten wurde, das war eben ja doch
nicht das Niveau, was ich erwartet hätte, ne? Ja, also ich finde, man muss sich untereinander unterstützen und da bedarf es gar keine großen Worte, sondern man ist einfach füreinander da. Und ja, vielleicht erstmal dazu. Wo erleben Sie Generationensolidarität im Alltag? Im Alltag natürlich in erster Linie zu Hause, ne? Aber auch im Freundeskreis und in der Nachbarschaft ist das so, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn es nur die Zeitung ist, die man und die Briefe, die man aus dem Briefkasten holt für die jungen Leute und umgekehrt, oder wenn man mal den Schnee beiseite schiebt im Winter, wenn die Alten nicht mehr können, ne? Oder also das sind kleine Dinge, über die spricht man eigentlich gar nicht. Und das macht das Leben ja auch aus, ne? Dass man miteinander das Leben so teilt, wie es für alle schön ist und gut ist. Und das muss auch nicht immer Geld kosten. Oft ist es ja so, dass man finanziellen Obolus erwartet dafür, aber das ist in diesen Fragen überhaupt nicht der Fall. Wo vermissen Sie die Solidarität zwischen den Generationen? Ich vermisse sie nicht. Ich finde, das ist vorhanden in der Familie sowieso und das ist ausgeprägt, man beschwört es nur hervor. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht vorhanden. Diese Solidarität besteht eigentlich nur zwischen Arm und Reich bei der Verteilungsfrage der Güter, denn da kommt es zum Tragen. Und innerhalb der Generationen gibt es ja auch große Unterschiede, ne? Und ich finde das auch nicht gut, wenn immer nur von den Alten und den Jungen gesprochen wird, weil die Generation der Alten, die geht ja von 65 bis 100 und mehr. Und das ist so eine homogene Gruppe, die sich doch sehr unterscheidet, auch von dem Alter vor 30, 40 Jahren oder 20 Jahren schon, ne? Also wenn ich die Generation meiner Eltern betrachte, war das doch ganz anders. Wobei die auch sehr fleißig waren und sehr lange gearbeitet haben und alles dafür taten, dass es ihren Kindern einmal besser geht. Also sie haben ihre ganze Kraft in diese Sache gestützt und das macht man heute ja auch, ne? Und als Großeltern beispielsweise, da ist das ja auch so, dass man mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn die Jugend das möchte, sonst mischen wir uns nicht ein. Aber wir unterstützen natürlich auch finanziell und auch mit praktischer Hilfe, wenn es darum geht, die Kinder zu betreuen in den Ferienzeiten. Dann sind wir da, leider wohnt meine Tochter in Rostock und die Enkel, in Hamburg, Entschuldigung, in Hamburg, da habe ich nicht so viel Gelegenheit, aber alles, was möglich ist, es sind 2 Stunden, dann sind wir da und dann machen wir das, ne? Und ich sehe da keinen Konflikt. Mein Enkel ist 30, also wir haben ein tolles Verhältnis zueinander. Ich kenne das auch von anderen Familien nicht. Gerade in der Familie spielt sich das ab. Und ich bin aktiv, sehr aktiv in verschiedenen Bereichen und unter anderem im Kolping-Begegnungszentrum in Lichtenhagen. Und da machen wir beispielsweise alle 14 Tage ein Bürgerfrühstück. Für jeder, der kommen mag, seit nun mehr als 5 Jahren. Und zu Beginn war es so, dass sehr viele ältere Herrschaften kamen, aber auch sehr viele junge Frauen mit Kindern, die im Babyjahr waren und die haben sich da unterhalten. Natürlich waren die Kinder dann auch mal laut, aber irgendwie war das toll, weil die Alten, wann sehen die denn noch mal ein Kind, ne? So in diesem Alter. Und sie konnten es mal anfassen und streicheln, das fanden sie ganz toll. Und so ist in diesen Begegnungszentren eben viel, gibt es viele Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen. Ich sehe da keine großen Probleme. Man muss nur gucken, dass jeder das, was er eben möchte, dass er zu seinem Recht kommt und die ältere Generation eben auch, aber sehr gestaffelt eben, ne? Weil die jungen Alten, wie man sie heute bezeichnet, die sind ja sehr aktiv, die wollen nicht zu Hause sitzen und warten, bis der Tag vergeht, sondern sie suchen nach Möglichkeiten der Beteiligung, wenn sie die Chance haben, sich auch zu beteiligen. Und oftmals ist es so, dass der Zugang zu diesen Dingen eben recht kompliziert ist oder man hat eine Hemmschwelle. Und es gibt auch so etwas, wenn ein älterer Mensch lange keinen Kontakt zu jungen Leuten hatte, hat eine gewisse Scheu davor, er hat Angst sozusagen. Und den jungen Leuten, das bestätigen sie mir auch, die haben das auch manchmal. Die wissen nicht, wie sollen sie mit ihnen ins Gespräch kommen und dann muss man halt nach Möglichkeiten suchen. Wie können Initiativen, die die Generation verbinden,
bürgerschaftliches Engagement fördern? Ja, ich bin auch im Landesseniorenbeirat in Mecklenburg-Vorpommern. Und unter anderem haben wir in den letzten 2 Jahren also generationsübergreifende Dialoge geführt mit den Jugendlichen, auch mit ausländischen Bürgern, jungen Menschen, die zu uns gekommen sind. Und es war unheimlich interessant und spannend. Und ich fand das toll, wie aufgeschlossen die jungen Leute auch den alten Menschen gegenüber waren. Und dann stellte sich eigentlich heraus, dass die Probleme, die wir alte Menschen haben, bei den Jungen nicht anders sind. Beispielsweise das Problem der Wohnungssuche oder auch der bezahlbaren Mieten. Oder die öffentlichen ÖPNV. Gerade auf dem flachen Land ist es sehr, sehr kompliziert. Wie bei uns in Rostock haben das Problem nicht, da gibt es genug Angebote. Aber wir sind ja im ganzen Land unterwegs und da ist es eben so, dass nur mal der Bus fährt, wenn gerade Schule ist. Und wenn die Schule nicht ist, wenn es Ferien gibt, dann kommen die alten Leute nicht weg. Oder sie können gar nicht zum Doktor fahren, wenn der ihnen einen Termin morgens um 9 gibt. Da haben sie keine Chance, den manchmal in Anspruch zu nehmen. Oder sie müssen viel zu lange fahren und kommen abends nicht wieder zurück. Und die jungen Leute haben ähnliche Probleme. Und da haben wir gesehen, dass wir eigentlich gar nicht so weit auseinander sind und es toll ist, wenn man miteinander spricht, wenn man Möglichkeiten der Begegnung sucht und sich austauschen kann. Ne? Welche Strukturen und Formen der Zusammenarbeit halten Sie für besonders förderlich? Also ich würde schon sagen, den Dialog miteinander, dass man eben die Möglichkeiten des Gesprächs in jedem Fall sucht, ne? Und auch bei Zeiten vielleicht auch schon in Kindergärten und Schulen geht, Grundschulen geht und die Kinder und Jugendlichen auch fördert zum Demokratieverständnis, aber auch, dass sie Empathie entwickeln. Ne? Also das stellen wir eben auch manchmal fest. Es war ja oft so, jeder kämpft für sich alleine, ne? Und kann sich nicht in die Situation des anderen hineinversetzen. Und da möchten wir eigentlich noch ansetzen, dass das noch ein bisschen doch mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Oder auch vielleicht noch ein Thema, habe ich jetzt neu eigentlich für mich erschlossen, dass der Begriff Heimat war ja immer ein bisschen, ja, man hat sich nicht getraut, das Wort auch zu sagen, weil man dann sofort in die rechte Ecke gestellt. So ist es ja nicht. Wir müssen unseren Kindern auch beibringen, was hat es in der Vergangenheit gegeben, dieses ganze Brauchtum. Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja noch nicht so lange mit Brauchtum. Aber es gibt ja ganz tolle Volkslieder beispielsweise. Unsere Kinder haben verlernt, diese Lieder zu singen. Sie singen im Kindergarten und sie singen auch in der Schule, aber diese Volkslieder, die eigentlich hohes Brauchtum sind, das kennen die oft nicht. Wo sehen Sie Prioritäten für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Generationen? Ja, man sollte einfach die Möglichkeiten, die man hat vor Ort, aber auch vielleicht suchen, das Gespräch suchen mit den Jugendlichen. Ne? Überall, wo ich die Möglichkeit habe, tue ich das. Ich bin im Lichtenhagen, eben auch die Vorsitzende Seniorenbeirates, den habe ich da gegründet vor 5 Jahren. Und da habe ich mir überlegt, musste doch irgendwas machen. Und dann haben wir einen Familiengesundheitstag gemacht, generationsübergreifend. Den haben wir jetzt das 4. Mal schon durchgeführt und es ist ganz toll. Wir haben immer unterschiedliche Themen. Es ist schwierig, auch interessante Themen zu finden. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Kinder, wenn sie zur Ganztagsschule gehen, kaum noch Zeit haben für andere Aktivitäten. Ne? Und die Lehrer heben die Hände und sagen, also wir haben schon so viel, das können die gar nicht schaffen. Oder die Eltern müssen sie dann eben abends abholen und haben dann gar keine Chance mehr, sich irgendwie zu engagieren. Ne? Also es ist für die Kinder sicherlich auch nicht so einfach. Aber wir haben auch beispielsweise 2 Senioren, die in der Grundschule in Lichtenhagen die Bibliothek betreiben. Und da haben wir Kontakt eben. Wir wissen also auch, was die Kinder interessiert und was man machen könnte. Wir haben einen Kinderrat in Lichtenhagen, mit dem haben wir schon Projekte gemacht. Beispielsweise ein Projekt, was versteht ihr denn unter dem Alter? Ne? Was stellt euch darunter vor? Oder befragt mal bitte auch eure Eltern, wie sehen die das denn? Ne?
Und das kam ganz toll an. Und sowas überlegen wir uns. Was kann die Zivilgesellschaft dazu beitragen? Ja, die Zivilgesellschaft sollte sich darum kümmern, dass die Verteilungsverhältnisse gerechter werden, ne? Und es nicht so negativ reden, weil das ist eigentlich nicht vorhanden, dieser Konflikt ist nicht vorhanden. Das stellen wir nicht fest. Und beispielsweise eben, wenn ich, um auch die ältere Generation noch mehr zu motivieren, wenn ich nur eine geringe Rente bekomme und die Grundsicherung möglicherweise noch beantrage, dann ist das nicht so toll, dann habe ich auch keine Lust, mich irgendwo zu engagieren. Ne? Und man darf eben aber auch nicht vergessen, dass es irgendwie ein bisschen ungerecht ist. Man schimpft immer auf die ältere Generation, aber das ist die Generation, die nach dem Krieg alles aufgebaut hat. Ohne dem könnten die jungen Leute so toll heute nicht leben. Ne? Und es gibt eben viele Ungerechtigkeiten, wenn man daran denkt, dass die Menschen, die oder Kinder, deren Eltern schon sehr reich sind und wenn es um die Erbfolge geht, kaum Steuern zahlen müssen oder sie sind auf die Welt gekommen und brauchen eigentlich nie arbeiten, sie sind erwerbslos. Das sind Ungerechtigkeiten, die natürlich die Menschen auch mitbekommen. Da müsste sich die Politik eben noch mehr engagieren und also man sollte aufhören, diese negativ besetzte Schlagzeilen zum Alter, sag ich mal, weiter zu verbreiten. Das Alter als nur negativ besetzen und nur pflegebedürftig, so ist es ja nicht. Ne? Die meisten sind sehr aktiv und wir wollen ja auch alle alt werden. Nicht alt sein, aber alt werden. Und da muss man was tun. Und ja, das, was ich machen kann, mache ich dann. Auf welche Weise hat sich Ihr Werteverständnis gebildet? Ja, das Werteverständnis hat sich im Prinzip schon in der Kindheit so ausgebreitet bei uns, weil in der Familie war damals auch Oma, Opa, Onkel, Tanten. Und ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, da war das eben sehr vordergründig. Die Alten hatten da wirklich, also das, die hat man mit Ehrfurcht betrachtet und auch sind wir mit ihnen umgegangen. Sie können sich sicherlich gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe meine Oma und meinen Tanten noch gesiezt. Das war so. Also schon alleine da ist eine Schranke vorhanden, aber sie waren trotzdem lieb. Ne? Und wir zu ihnen auch. Also da fing es an. Und dann war ich aktiv in der Gewerkschaft lange Jahre. Und jetzt bin ich unter anderem auch noch aktiv beim VDK. Und ich bin die Vorsitzende von Ortsverband Rostock. Wir haben 747 Mitglieder. Und da kann ich mich so richtig austoben. Haben sich die Werte während Ihres Lebens verändert? Ne, verändert nicht. Vielleicht gefestigt und noch mehr, hat man mehr Sichtweisen erfahren. Ne? Also die Lebenserfahrung, die man dann mitbringt nach fast 70 Jahren, da ist dann schon immer mal was hängen geblieben. Aber im Prinzip war das von Anfang an meine Ausrichtung so. Ich kannte das nicht anders. Welchen Wert sehen Sie als wichtigsten an? Der Wert, jeder Mensch ist gleichwertig, keiner hat mehr Rechte. Und wir müssen einfach dazu übergehen, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist lange noch nicht überall so. Ich will nicht die Pflegeheime jetzt anführen, aber da gibt es noch viele Punkte. Also das ist für mich ganz wichtig, dass man die Würde des Menschen achtet und dass man für den anderen eben einsteht, wenn es sein muss. Das muss ja nicht immer sein, aber wenn es notwendig ist. Was würden Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben? Ja, seid immer aufmerksam, kümmert euch um euren Nachbarn, seid freundlich miteinander und nur wer miteinander spricht, der kann dann auch was erreichen. Es hilft nicht, wenn ich mich über bestimmte Dinge aufrege, sondern ich muss dann eben auch mithelfen und Selbstverantwortung übernehmen. Es reicht nicht auch aus, immer nur nach den anderen zu rufen und zu fragen,
sondern ich muss selber aktiv sein, sonst klappt das nicht.